Hey ihr Leute, die Rituale mögen, willkommen zurück zu Alone in the Dark, The New Nightmare. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid wieder. Es hat auch noch geklappt. Letztes Mal habe ich gedacht, das Spiel hat sich hier aufgehangen, als wir Aline angefunkt haben, aber es geht. Ich bin im Osten. Zwei Striche. Mir kommt das langsam gar nicht mehr lustig vor. Wir sind doch gleich fertig. Nordosten. Er ist so ein bisschen genervt, aber ich meine, sie hilft ihm ja. Was will er denn erwarten? Nordosten ist gar nichts. Aline. Im Nordosten steht gar nichts. Okay. Und jetzt zurück nach Südosten. Was? Ich hoffe, Sie veräppeln mich nicht. Wenn Sie meine Hilfe nicht brauchen. Okay, bitte nicht gleich eingeschnappt sein. Südöstlicher Stein, nichts natürlich. Durchhalten, Carnby. Noch der Südwesten und das war's dann. Südwesten, ein Strich. Okay, das war's. Carnby, das glauben Sie mir nie. Aber Sie wissen doch, ich glaube Ihnen alles. Wenn ich mich nicht irre, hat uns Ihr Steinkreis das Datum von heute gegeben. Oh, das heißt, dass heute die Nacht ist, in der das Tor geöffnet werden kann. Carnby, ich habe ein komisches Gefühl. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich brauche noch eine Himmelsrichtung. Ich gebe mal das Datum von heute in die Steuereinheit hier ein. Unglaublich. Die Planeten sammeln sich. In welcher Richtung denn? Richtung Osten, glaube ich. Ja, genau. Richtung Osten. Danke. Finden Sie nicht, dass wir hier überfordert sind? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich uns hier lebend rausbringen will. Und Sie haben mein Wort. Wir werden es schaffen. Ich würde Ihnen gern glauben. Aha, okay. Interessant, jetzt können wir das Ritual, aber wie mache ich das denn? Habe ich denn irgendeine Möglichkeit? Da haben wir nochmal die 3, das Datum von heute. Also 1, 2, 3, 1, ist das das Datum von heute? Vielleicht der 3.1.2001, ich weiß ja nicht. Oder 1.3. So, was soll ich jetzt machen? Das Ritual starten hier. Ich weiß ja nicht mal. Hä? Corner, Hypor, Ugolai und Harness. Entschuldigung, welche Stele war das? Die Oststele. Immer zu Diensten. Hä? Aber wie soll ich das jetzt... Ich meine, wie? Welche Worte soll ich da jetzt wählen? Ich weiß es doch gar nicht. Soll ich mir irgendwas ausdenken? Warte mal, ich gehe vielleicht mal zu der Leiche. Wenn das geht noch überhaupt, weil die Brücke jetzt nicht wirklich eingestürzt ist, so wie es aussah. Hallo? Es hängt aber auch manchmal ewig, das Bild. Da ist der Kopf. Das ist schon sehr grafisch, ne? Also, dafür, dass das Spiel die ganze Zeit etwas harmloser... Oh, ich kann die Brücke nicht überqueren, sie ist eingestürzt. Oh ja. Was ist das für eine komische Musik? Das Pling, Plang, Tick, Tack. Das hört sich einfach nur seltsam an. Da stehen aber auch keine Hinweise auf den Steinen. Irgendwas von wegen, hey, du musst die Worte sagen. Guck mal, moin, sag mal das Wort jetzt. Es tut mir echt leid. Ich muss, glaube ich, nochmal mein Notizbuch. Robert ist im alten Vor. Ich könnte dem Piloten des Flugzeugs nicht mehr helfen. Aline ist im Planetarium. Ich brauche sie für das Ritual im Steinkreis. Ja. Ja. Und jetzt? Opferritual. Das war das mit der Frau. Mortens Terminkalender war es auch nicht. Robert Mortens Notizen. Warte mal, vielleicht die Kartenskizze von Shadow Island. Ah, guck mal, da sehen wir jetzt, wo Norden ist. Ja, das ist die Frage. Der Steinkreis ist bei der Brücke. Also ist es, ja, war es richtig sowieso. Aber was für Worte soll ich jetzt bitte hier sprechen? Statt das irgendwo im Buch? Oh Leute, ich werde mal kurz gucken. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Ich schneide das mal raus. Sekunde. Ugolai, Hypor, Harness, Corner. Aha, ihr habt es gerade gehört. Ich kann es leider nicht abbrechen. Deswegen habe ich das kurz eben rausgeschnitten wieder. Genau, das war nochmal das Tonband. Und wir haben jetzt die Formel, wie wir dieses Ritual starten können. Also diese Zaubersprüche, die wir brauchen. So, wir nehmen nämlich erstmal Ugolai. Ugolai. Hypor oder Hypor, Harness und Corner.
O gul ai hypur harnis korna. Das ist ein bisschen komisch ausgesprochen, aber ich meine, Morten ja auch nicht besser. Was haben wir denn hier? Eine Steinstele und Abkani-Skulptur, die einen Ochsen darstellt. Kann ich Aline anfunken? Nö, anscheinend nicht. Ist auch egal. Sie muss das nicht wissen. Ich kann sie echt nicht anfunken, Leute. Vielleicht probiere ich es, wenn ich das Funkgerät so benutze. Okay. Was ist das denn für eine Steinstele? Sag mal, eine runde Steinstele mit einem Durchmesser von 25 cm. Es zeigt ein graviertes Abkani-Symbol. Ja, und die des Ochsen. Oh, von Hemikles. Und von Antiqualt. Interessant, dass das da so steht. Kann ich nicht kombinieren. Oh, kann ich das aufspalten? Ich kann die Fotos ernsthaft ausspalten. Sehr gut. Also ich weiß nicht, wofür diese Steinstele jetzt gut sein soll. Das sind auch, es sieht aus wie, ja, wie so eine Sonnenuhr, so ein bisschen. Aber irgendwas scheint hier drauf zu passen. Vielleicht noch ein Gesicht oder so. Jetzt funkt sie mal Aline an, Mensch, Kerle. Nee, macht er nicht. Kannst du nicht anfunken. Das Spiel ist so inkonsequent manchmal mit so... Oh. Hä? Ist das ernst? Die funkt dich an und legst einfach wieder auf? Diesen Gegenstand können sie ja nicht benutzen. Ah, das ist ja gut. Dann gehen wir mal zur Kapelle zurück. Vielleicht kann ich da jetzt irgendwas machen mit dieser Steinstele. Sag mal, Kerle, entscheide dich jetzt mal. Das ist so unglaublich. Och, ich will jetzt nicht mit Aline reden. Die geht mir auf den Keks. Oh, die Wadenbeißer. Ihr Mistviecher. Oh nein, da kommt der Nächste. Aha, vorbei. Die sind aber ganz schön schnell. Die sind genauso schnell wie ich. Oh! Alter! Ihr Gestörten, allesamt hier. Lelelelele. Die Musik ist so gut. Oh oh. Kann ich die irgendwie weglocken da vorne? Die laufen aber auch alle im Gleichschritt. Seht's euch mal an. Oh, das ist echt verdammt dunkel, merke ich gerade. Ja, vielleicht soll ich mal die Taschenlampe anmachen. Hallo? Ach nee, die kommen jetzt bei den Baumstämmen durch, ja. Kann ich da vielleicht noch einen anderen Weg außen rum nehmen, oder? Oh nein. Okay, da musst du halt dran glauben. Tschüss, Jose. Aha. Eingelegt, ihr wisst Viecher. Das finden die nicht cool. Wenn man sie reinlegt. Das sind ja auch wieder so zwei von den Skorpionsviechern, oder? Nee. Ah! Alter! Ach so, na dann schmeiß mich halt einfach wieder in den anderen Bildschirm rein. Oh mein Gott, wenn das jetzt die ganze Zeit passiert, dann ist Game Over, sag ich euch. Dann komme ich da nicht mehr durch jetzt, oder? Ich habe auch direkt wieder ihren Startpunkt. Ich versuche jetzt mal einfach durchzusprinten. Wish me luck, Leute. Das ist ja echt gemein. Und gut, dass die Ladescreens nicht lange gehen. Oh, hab's geschafft. Das singt unser Lied. Die Musik. Das Lustige ist, die Tür, die geht übrigens auch nicht gerade zu, wenn man drin ist. Also, wenn das jetzt keine geweihte Kapelle ist, was ich doch stark bezweifle. Ist übrigens immer so in Zombie-Filmen, wenn sie sagen so, oh, oder wie irgendwelche Monster, die allergisch sind auf Heiligkeit und so ein Quatsch. Ja, es ist halt wirklich Quatsch in Filmen. Dann ist es halt wirklich oft eine ungeweihte Kapelle oder eine Entweihte, weil die muss ja alle Nase lang irgendwo, ich weiß gar nicht wie lang, schlacht mich nicht, muss das ja wieder erneuert werden. Und, ne, dann ist sie halt nicht mehr geweiht. Fertig, aus, Mickey Maus. Sich darüber irgendwas ableiten? Also er hat eine
Er hat diese Klinge, der hat selber so ein komisches Gesicht mit Hörnern. Und sie ist eine Jungfrau. Also ich guck einfach mal, was jetzt... so, Jungfrau, erster Mond, Flüssigkeit, Skalp, Name der Götterfinsternis, reiche Köpfe. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwas hier drücken, dass das übereinstimmt, so in etwa. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss, ne? Weil sonst haben wir ja nichts mehr, was wir noch tun können, oder? Sonst wüsste ich nicht, was ich noch machen soll. Wir haben leider keine Schlüsselgegenstände mehr, also ich kann das Tor nicht öffnen. Aber in der Kapelle ist ja noch was. Warte mal, da ist an dem Altar noch was. Und hier kam dieses Geräusch, dass ich hier was machen muss, glaube ich, oder? Dieses blep, blep, blep. Nee. Leute, es muss doch einen Hinweis darauf geben, was hier zu tun ist, wirklich. Gibt nichts. Wie gesagt, manchmal liefert das Spiel ganz gute Rätselhinweise und manchmal dann sowas hier. Hier leuchtet auch die ganze Zeit was da an dem Kronleuchter. Soll das was bedeuten oder wie? Oder? Also auf der Karte, die Karte ist auch so beleuchtet an der Stelle, wo der Kronleuchter ist. Seht ihr? Ganz komisch. Und hier blip, blip, blip. Da habe ich alles. Da habe ich wohl alles. Ja, hier ging das Tor nicht auf. Im Wald. Die Umgebung des Forts und felsiges Terrain. Terrain, Terrain. Retterteng. Achso, wow, man sieht übrigens hier auf der Karte, wo Norden ist. Nur mal so. Habt ihr das gerade gesehen? Ich sag's ja nur. War das vorher schon das Symbol, oder? Also schweres Rätsel, ne, mit dem Steinkreis. So, egal. Ich kann mir da nichts draus ableiten, ehrlich gesagt. Er hat nicht zu hell, nicht zu dunkel, den Hüften nicht zu üppig, nicht zu dürr. Und beim Schreien sehr hohe Stimme hat, wie die eines Falken. Am ersten Mond vor der Anrufung an lässt man sie hungern, da man muss dafür sorgen. Dadalala. Namen der Götter der Finsternis gerufen nach dem Ebene des Weges durch die drei Symbole. Die drei heiligen Symbole. Ja, durch Handhabung der drei heiligen Symbole wird die Jungfrau mit einem einzigen Streich geköpft. Umbra Magna Est. Die heiligen Symbole. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Was ist denn hier heilig? Also das hier sind keine Symbole, das sind einfach nur Schädel. Das ist ein Symbol. Der Dolch ist kein Symbol, der Kelch weiß ich jetzt nicht, das Dreizack. Und das Auge, das könnten alles Symbole sein. Der Dolch wahrscheinlich, also die hier könnten auch Symbole sein. Hat das was gebracht? Na. Also das Pentagramm, definitiv. Dann vielleicht... Oh, ich kann nichts mehr machen. Sag bloß, das war richtig. Alter! Oh, beste Animation. Okay, ich bin doch drauf gekommen. Ja, ich hätte das mit den drei Symbolen besser lesen müssen, gebe ich zu, aber... Man weiß ja nicht so genau, was da immer mit gemeint ist. Es kann ja sein, dass es einfach kryptisch oder schlecht übersetzt ist. Das ist jetzt... eine neue Karte. Unterirdischer Gang, Kapelle. Das sieht gruselig aus. Ach nö. M.O. Morten. Ja. Was kann ich hier machen? Habe ich irgendwas, was ich damit benutzen kann? Cool. Also MO steht drauf, das ist klar, aber...
Darf's doch wohl nicht sein. Jetzt bin ich schon weiter und bin trotzdem nicht weiter. Kann ich da drücken? Hä? Ich raff's nicht. Kann ich die Tür aufdrücken? Es sieht nämlich danach aus, als wäre das so eine Schiebetür, so eine Drehtür. Wird auch nicht beleuchtet. Oh doch, wird sie. Ich hab keine Ahnung. Ja, es ist ein Knopf und da steht MO. Ich kann offensichtlich nichts drücken hier. Ich raff's nicht. Also irgendwas muss da oben noch zu tun sein, weil ein Kabel hat ja hochgeführt. Habt ihr vielleicht gesehen? Ist hier am Altar? Nicht am Altar, hier am Kreuz eventuell. Altar vielleicht doch. Oh Leute, ich hab nicht die blasseste Ahnung. Ist es egal. Ich geh mal raus. Ich geh nochmal neben am Tor hoch. Ich kann hier irgendwas mit dieser blöden Steinstele jetzt machen. Geht hier noch was? Ja. Weiß es nicht. Kommt noch wieder dieses Geräusch? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist wieder Rätselraten angesagt. Also, bei Adventures wäre jetzt Pixel Hunting angesagt, dass man die ganzen einzelnen Pixel durchklickt. Vielleicht ist irgendwo noch ein Item versteckt. Ich kann nicht mal die Seite hier lang. Da steht jetzt echt am Eingang die ganze Zeit und macht... Ah, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Was soll ich machen? Oh! Ach! Lara Croft. Ich warne Sie. Ich werde schießen, ganz bestimmt. Aline? Carnby? Verdammt, haben Sie mich erschreckt. Fast hätte ich abgedrückt. Ich sage ja Nina Kalenko, Geheimagent Tunguska. Sie erinnert mich voll daran. Höre ich da etwa Bedauern? Haha, sehr witzig. Haben Sie die Steinscheibe, von der wir sprachen? Und was bekomme ich dafür von Ihnen? Sie sind nicht auf den Mund gefallen, Carnby. Hier, das habe ich gefunden. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber... Das erinnert mich an irgendwas. Wie kommen Sie voran? Ich habe die Tafeln und zwei Statuen. Wie läuft's denn bei Ihnen? Mir fehlen noch ein paar Sachen. Sieht aus, als ob es anfängt, Ihnen Spaß zu machen. So ein Quatsch. Ich will nur eins. Raus hier. Und jetzt? Jetzt muss ich zurück zum Fort. Viel Glück. Ihnen auch, Carnby. Ach super! Also ich meine, super, dass man sie trifft und nicht, dass sie sich nicht so gut verstehen, sondern das Siegel, das kann ich jetzt gebrauchen. Aha! Na klasse, siehst du, da kriegst du einfach keinen Hinweis, da ist dann wieder abklappern. Aber ist ja auch nicht schlimm, wie gesagt. Hat jetzt nicht so lange gedauert, ich habe befürchtet, ich muss jetzt nochmal den ganzen Weg hin und her rennen, bis ich irgendwo irgendein Item finde, was ich übersehen habe. Das Vieh, hört mal. Ist voll genervt, was ist jetzt... Die ganze Zeit seinen coolen Posten am Eingang hat und ich gehe nicht mehr dahin. Haha. Vielleicht muss ich auch gar nicht mehr dahin. Weißt du, anstatt dass er auch. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf, dass er dich einfach mal sagt. So richtig Anti-Teamwork ist das, Edward. Anti-Teamwork. Dass du dich einfach sagst: Hey, Aline, ich hab schon. Hier, ne? Ich hab schon zwei Statuen. Ja, ha. Jetzt hast du auch zwei. Und ich weiß ja nicht, wie viel man insgesamt braucht, aber. Zusammen haben wir doch schon einiges erreicht. Und stattdessen sagt er, ich brauche noch ein paar Sachen. Ich brauche noch eine Weile. Ein Siegelring aus massivem Gold. Die Initialen sind OM. Yes. Ah, siehst du, das ist nur so eine Zwei-Wege-Tür hier. Man braucht immer wieder den Ring, ja? Den er nicht mehr hat. Schlau, Edward, schlau. Das könnte ein Problem werden. Ich komme jetzt gar nicht mehr zurück. Oh, ich sehe sehr gute Kamera. Danke.
Die Munitionsanzeige ist auch voll für einen Eimer hier, kann das sein? Wie gerade so Code Veronica Flashbacks mit Alexander, dass er da an seinem Stuhl gekettet irgendwo sitzt und nur wartet und uns angreift dann. Mal gucken, was habe ich denn alles? Ich habe Flammenwerfer, ich habe Leuchtpistole. Yeah. Und ich habe noch 7 Heilungen. Wisst ihr, was ich mal machen werde jetzt? Ich werde mal wieder speichern. Yo. Was jetzt richtig Panne vom Game Design wäre, wenn ich lade, der Ring ist weg und die Tür ist zu. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich habe ja gesagt, alles wird resettet, wenn man dann wieder in den Raum geht. Das wäre nicht so schön, leider. Oh, gut. Oh mein Gott, Käfige ohne Ende. Lass dann aber bitte den Hebel umlegen, Edward. Nee, mache ich nicht, aus Prinzip nicht. Guck mal, das sind überall Käfige mit Licht dran. Liegt doch ein Speicheramulett. Ich fühle mich so richtig schon mies hier unten. Leerer Schrank. Okay. Das ist eine Tür. Tür ist abgeschlossen. Ein Glück, sonst hätte ich wieder 2 unerträglich lange Ladescreens gehabt. Wie immer. Noch so ein Schalter. Ich wittere irgendwie so einen Bosskampf. Hier weiter? Ne, ist einfach nur eine komische Kamera. Hä? Und nur? Ich hab da nicht mehr großartig Wege. Ist das vor eigentlich oder ist das die Kapelle? Also unter der Kapelle. Gut, hier geht's noch ein Stück weiter. Obvious. Also die Geräte sind defekt. Okay. Fachkundig. Da ist noch ein Hebel. Oh je. Aha. Ist das der Morton mit einer Augenklappe? Nervensystem aus einer dunklen, glänzenden Masse, etwa 40 cm lang und 20 cm breit. Chaotische Struktur. Reagiert auf weißes Licht mit Kontraktion, wie eine Pupille. Ich nehme alle Proben, die für eine biochemische Analyse nötig sind. Ich glaube, ich kann bereits davon ausgehen, dass es hauptsächlich aus Zink und Beryllium besteht. Was die anderen angeht, so interessiert mich primär ihre zentrale Kristallstruktur. Diese Struktur muss ich extrahieren und injizieren. Wer ist da? Alan, denken Sie nicht einmal daran. Ich hätte sie mindestens ein Dutzend Mal töten können. Doch sie sollen die Finsternis kosten, solange sie am Leben sind. Ihre Leiche kann ich noch benutzen, wenn meine Freunde mit ihnen fertig sind. Diese Synchro, die ist gut. Oh nein, was kommt jetzt? Ah, ja. Wunderbar. Das Licht geht aus. Und jetzt wird's widerlich. Aber ich meine, der ist doch selber in Gefahr. Warum antworten Sie mir denn nicht? Aline? Ich habe im Allen mitten bei einem seiner makabren Experimente gesehen.
Er hat bis zu den Ellenbogen in irgendetwas verdammt Ekligem gesteckt. Bäh, wie grässlich. Aber wo sind Sie? In einem unterirdischen Labor. Sieht aus, als ob Allens Experimente einiges Material verschlingen. Und Leichen. Leichen? Menschliche Leichen? Keine Ahnung. Er hat sich aus dem Staub gemacht und die Stromversorgung ausgeschaltet. Ich stehe hier im Dunkeln. Ich habe einen Bauplan gefunden. Ich glaube, er zeigt das Labor. Moment mal. Hier, da ist ein Ausgang. Direkt neben dem OP-Tisch. Okay, bin unterwegs. Sag mal, Alan hat den Ellenbogen da drin gesteckt. Hey, Alan. Nein, so geht's nicht. Sie müssen wieder zurück. Was? Woher will sie wissen, wo ich bin? Was ein Humbug. Leg den Hebel um. Sag mal. Warum habe ich ja auch keine Karte? Von den anderen hat er überall eine Karte. Nein, so geht's nicht. Sie müssen wieder zurück. Ich will mich da noch ein bisschen umgucken, Mensch. Ich wollte die ganzen Hebel umlegen, aber offensichtlich... Die Tür ist doch versperrt. Die Tür ist mit Eisenstangen versperrt. Ja, eben. Alan muss einen automatischen Schließmechanismus ausgelöst haben. Moment. Hier auf dem Plan sind alle Stromleitungen des Labors verzeichnet. Daran kann ich sehen, wo sich der Mechanismus befindet. Danke, Aline. Sie sind mein rettender Engel. Das wird hoffentlich nicht zur Gewohnheit. Oh oh, wir haben ein Problem. Was? Der Mechanismus ist außerhalb des Labors. Aline, wir müssen eine Lösung finden. Vielleicht, wenn ich alle Geräte wieder einschalte... Ja, dadurch könnten wir eine Überlastung erzeugen und die Tür so entriegeln. Na gut, versuchen wir's. Wo fange ich an? Es gibt zwei Tische mit einem Experimentiergerät darauf. Folgen Sie der Wand links von der Tür, dann müssten Sie sie finden. Okay. Das ist ein richtiges Gruselkabinett hier. Woher weiß sie das denn? Als wäre sie gerade hier. Ah! Oh mein Gott. Ja, mach jetzt. Ja, zieh mal. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Okay, ich schalte jetzt eine Art elektrische Überbrückung ein, aber es passiert nichts. Warten Sie mal. Oh? Machen Sie mit den anderen Geräten weiter. Ja! Hoffentlich ist das nicht alles vollkommen umsonst. Gehen Sie weiter am Tisch vorbei, dann kommen Sie zum Korridor. Durchqueren Sie den Gang und gehen Sie den Korridor hinunter. Den Zellenkorridor? Na, wie auch immer. Der Lichtschalter ist jedenfalls ganz am Ende. Na gut, ich habe wohl keine Wahl. Es ist so unnötig gerade, leider. Diese Szene ist so unnötig. Warum redet ihr miteinander, wenn er was machen kann? In der Zeit. Immer geradeaus. Oh, ja. Ja. Mama. Okay. Lass mich doch mal jetzt alleine zum Supermarkt Mischbrot kaufen. Immer geradeaus. Aha, die Schnauze. Ja, okay. Was soll das? Was soll das? Echt jetzt mal, das ist total bescheuert. Ich reg mich gerade echt tierisch drüber auf. Das ist total sinnlos. Ohne Spaß. Warum sagen sie nicht einfach, hey Spieler, such dir die blöden Schalter alleine. Statt, dass dir jemand das alles vorkaut. Okay. Ich habe gerade einen Projektor eingeschaltet. Aber es ist keine Überladung in Sicht. Der Strom ist noch an. Immer mit der Ruhe. Konzentrieren Sie sich. Ach. Machen Sie es doch, wenn Sie das besser können. Ja, eben. Also, der letzte Schalter ist im Nebenraum. Gehen Sie auf dem anderen Weg zurück und an der Kreuzung rechts. Und dann folgen Sie dem Korridor. Also ganz ehrlich, selbst wenn die Sequenz irgendwas an Spannung bietet, oh, und das tut sie irgendwie auch, oh, das nimmt gerade jegliche Spannung, dieses dumme an der Hand führen, wirklich. Gleich funktioniert wieder. Immer weiter geradeaus. Oh, weg mit dir. Die sind gar nicht echt. Guck mal, die verschwinden sofort. Gehen Sie immer der Wand nach. Oh, das meine ich. Das nimmt mir die Spannung jetzt gerade so ein bisschen. Tut mir leid, wenn ich jetzt schimpfe. Aber... Immer geradeaus. Oh. Ja, okay. Ja, halt die Schnauze. Geh doch einfach nicht mehr dran. Oh oh. Bang. Oh, das hat sogar noch ein AOE. Area Over Effect.
Das ist doof, irgendwie. Lee, das müssten Sie sehen. Ich will gar nicht wissen, was Alan... Ich habe eben eine Art Laserstrahl eingeschaltet. Okay, theoretisch müsste doch jetzt eigentlich irgendetwas passieren. Es passiert nichts. Ja, du hast nichts. Drei umgelegt. Komme ich nicht weiter. Das ist es. Es funktioniert. Okay. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Linken und gehen Sie durchs Labor zum Ausgang. Vielen Dank. Ich bin schon unterwegs. Ach, es ist so doof. Es ist so doof, sorry, aber das regt mich gerade tierisch auf, diese Stelle. Man hätte es so spannend machen können, wenn man es einfach ein bisschen im Unklaren lässt, was jetzt kommt und was nicht. Aber nein, das muss ja alles vorgekaut werden von Aline. Wie dem auch sei, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also mir macht das Spiel außerordentlich viel Spaß. Für einen Klassiker ist es echt super gealtert. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei nächstes Mal bei Alone in the Dark, The New Nightmare.